Na Freunde, seid ihr immer noch Comic-Fans oder seid ihr inzwischen davon kuriert? Schmerzlich willkommen jedenfalls, hey ho, hier zu Bendy and the Ink Machine. Wir sind im Kapitel 4 noch relativ am Anfang. Das Kapitel 4 haben wir in der letzten Folge erreicht. Und wir werden jetzt das Lager 9 betreten, sofern es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Jo, und auch vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin der Vorbuddler vom Minenarbeit-YouTube-Kanal. Ich sag's einfach nur mal so. Angebot in Hülle und Fülle. Genau wie hier, ne? Sehr spektakulär. Schalter gedrückt. Lauf mal wieder nach unten. Hier vorne, ja tatsächlich, Gott sei Dank. Die Tür zum Lager ist auf. Lager 9. Also, Licht geht an. Was geht denn hier ab? Erstmal abstempeln. You better get overtime for this. Don't forget to punch in. Ja, klar. Schön abstempeln. Und hier haben wir vielleicht nochmal einen Hinweis drauf. Rally. Okay. Besonders glücklich sind Joeys Mitarbeiter natürlich nicht. Sie beschweren sich eigentlich nur über irgendwas. Hier im Lager wird viel rumgespielt. Da hinten sehe ich auch gerade irgendwas. Nochmal eine Fluchtbox, eine Versteckbox. Was ist das hier? Ne? Gut, die merken wir uns. Untersuchen die Regale. Liegen auch wieder so Kabel auf dem Boden. Wartung, da ist auf jeden Fall schon mal eine Tür. Kabel geht da rein. Wo führt das Kabel denn hin? Müsste doch eigentlich am anderen Ende vielleicht ein Schalter sein oder sowas. This haunted house seems like the way to go, but it's gonna need some power. Hang in there, Boris. I'm coming. Hier. Versorge das Spukhaus mit Strom. Suche das Lager. Okay. Ist das das Spukhaus? Boah, ist ja irre. Forschung und Design. Hier ist so ein Howdy Lukas. Moment. Noch ein Versuch. So. Gong. Are you having fun? Ja, geht so. Hat das jetzt auch irgendwas bewirkt? Da ist doch auch ein Kabel vielleicht. Schauen wir nochmal eben an dem Schalter. Vielleicht ist da irgendwas. Nö. Komm, ich hau nochmal drauf auf den Howdy Lukas. Oh, das war gar nichts. Nochmal, komm. Gong. Super. Brute. Ach, guck mal, hier sind noch so Spielbuden. Was muss man hier machen? Hier. Ja, wie macht man das denn? Das war aber ganz toll. Oh, war ja, das war gut. Ja, aber wie? Okay, ein bisschen weiter nach unten zielen.
Will die mal alle schaffen. Ich habe nicht so wirklich raus, wie man den denn gut werfen kann. Ich drücke jetzt hier die... Vielleicht ganz kurz nur. Der war schon mal nicht so schlecht. Da war gar nichts. Oh mein Gott. Das klappt nicht wirklich gut. Schauen wir nochmal eben hier. Was haben wir hier? Schießbude. Huch. Oh. So, jetzt wurde das unterbrochen. Habe ich irgendwas erreicht? Habe ich irgendwas geschafft? Da liegt nur so ein Ball. Probiere hier nochmal mein Glück. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Nur zwei hängen geblieben. Aber irgendwas muss doch hier passiert sein. Moment. Ja, gleich hier vorne hat sich doch eine Tür geöffnet. Ich meinte, ich hätte was gehört. Also, wenn ich das richtig verstehe, muss man nur irgendwie eine gewisse Zeit an diesen Buden rumspielen. Völlig irre hier. Da haben wir doch auch schon gleich wieder einen Schalter. Ein Schalter geschafft. Folgen wir dem Strom. So, und hat hier der erste Schalter auch Saft. Können wir den umlegen. Zack. Dann folgen wir einfach mal dem zweiten Kabel, so ganz systematisch. Toll, einfacher gesagt als getan. Wo kommt das wieder raus? Hier ist doch auch die Tür offen. Vielleicht sind die jetzt auch alle offen, die Türen. Looks like I've got some company up ahead. Without some kind of weapon, I don't stand a chance. There's gotta be a way around them. Hm. Die Butcher Gang ist wieder da. Pass mal auf, wir nehmen es mal hier. Das sind leere Dosen, aha. Leere Dosen steckt ja auch nicht weg. Ah, buh, okay. Pass mal auf. Ah, wie machen wir das denn jetzt? Den muss ich irgendwie ablenken, ja? Klar, ich werfe die Dose. Deswegen habe ich eben auch total gut werfen geübt. Irgendwie eine Ecke und ich schaue mich erstmal oben nochmal um. Damit ich mich so ein bisschen auskenne hier. Ich weiß nicht. Ah ja, hier ist jedenfalls ein Spawnpunkt. Ist natürlich alles nicht dramatisch, wenn man hier mal drauf geht. Aber man hat ja doch den Ehrgeiz, das trotzdem irgendwie zu schaffen. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht hier unten... Ich versuche einfach mal, mich etwas ranzuschleichen. Hier so runter und mich hier vielleicht zu verstecken. Ah, das ist mir dann zu nah dran. Wow. Okay, das habe ich geschafft, aber da sitzt wieder so ein heulender Tintenmensch. So ein Tintenwesen. Wird gefangen gehalten hier auf immer und ewig. Hör auf zu heulen, das hilft auch nichts. Das macht einen auch irgendwie völlig krank, ne? Wie da so jemand heult. Oh.
Oh, da steht wieder so eine Supermaschine. Und ein völlig zerhackter. So ein Roboter. Gut, hören wir mal hier rein. Lacey, kennen wir noch gar nicht. Schrauben hier irgendwas zusammen, ne? So, noch eine Dose da unten. Ist eine offene, dann können wir die vielleicht nochmal mitnehmen. So, jetzt kommen wir wieder zu diesen, zu der Butcher Gang. Ich glaube, hier gegenüber ist auch noch ein Gang. Und noch ein Schalter, kommt direkt weg damit. Dose mal auf Vorrat mitnehmen, ruhig. Wer weiß, wie oft ich werfen muss. Okay. Jetzt kommen die schon zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gucken genau in meine Richtung. Wie komme ich jetzt wieder zur Treppe? Geht ja gar nicht. Ich muss da ja irgendwie vorbei. Ich kann nur in die Richtung irgendwie werfen, aber hier muss ich dann um die Ecke gucken. Ich nehme einfach die Beine in die Hand. Und hoffe, dass oben die Türe auf ist. Die kommen nämlich hinterher. Die kommen hinterher, die Typen. Die waren jetzt jedenfalls nicht mehr an dem Feuer. Und ich hoffe mal... Oh mein Gott. Ziehen wir den zweiten Schalter. Vielleicht geht dann da die Tür zu. Nein, ich scheine einfach nicht hinterher zu kommen. Gut, Forschung und Design haben wir jedenfalls auch geschafft. Dann ist hier Wartung noch immer zu. Vielleicht die nächste Tür hier irgendwo in der Ecke. Ganz schön versteckt. Ja, hier, was haben wir hier? Attraktionsspeicher. Na gut. Also die Türen scheinen sich der Reihe nach dann zu öffnen, wenn man das eine schafft. Na gut, die ist wieder zu. Wenn man das eine schafft, dann geht die nächste Tür auf. Was haben wir jetzt hier? Das ist ein kaputtes Karussell. Der größte jemals gebaute Park. Naja, ich weiß nicht. Ja, das kenne ich. Vom Parkitekt spielen. Think I'm wrong, but I'm still here!
Oh Gott. Das war eine richtige Höllenmaschine. Wir müssen herausfinden, was wir tun. Das Ding wird uns ja ganz schön wehtun. Jetzt bleibt es mal kurz stehen. Holt dann aus. Aha. Hier sind irgendwelche Hebel. Alles inaktiv. Da hinten flackert es so schön. Ups. Hat aber keine Bedeutung für uns. Jetzt schauen wir uns das Timer. Da ist irgendwie was zum Anfassen. Vermutlich fehlt mir noch irgendwie so ein Werkzeug. Da! Hurra! Meine Axt. Pass auf, jetzt gucken wir mal eben hin. Ich glaube, da hinten, da an den Armen, da sind so Sachen dran, die wir zerstören können. Oh, 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 oh. Warten. Da kommen wir doch an. Versuchen wir zwei hintereinander zu schaffen. Ist ja gut. Und weg. Oh Mann, man kann echt überhaupt nichts erkennen. Oh, okay. Keine Panik. Vorbunden ganz ruhig. Da sind wieder zwei dran. Und die ganzen Gelenke kaputt. Und raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Ach, an die Stelle kommt man nicht gut ran hier. Einen Arm habe ich, glaube ich, kaputt gemacht. Ja. Was ein Mörderkarussell, echt. Ja. Ich bleib da mal hängen. Ach, jetzt stehen wir in der falschen Ecke hier. Da komme ich nicht so schnell hin. Da komme ich auch nicht vorbei. Ach Mensch. Ich stelle mich mal ruhig mal ein bisschen woanders hin. Autsch. Na komm, na komm. Keine Chance. Als wäre das absichtlich so, dass es mal auf der anderen Seite ist. Schafft man nicht mehr. Autsch. Kurz was warten, sowieso. Zu verletzt. Na komm.
Hurra. Komm, auf der anderen Seite schaffe ich auch vielleicht noch. Nee, leider nicht. Schnell weg, schnell weg. Jetzt liegen hier überall die Teile noch rum, ne? Kommt bald da nicht mehr so vorbei. Ja, das ist ziemlich gut gemacht so. Komm, die müssen jetzt erreichbar sein. Komm. Ah, gut, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ich hänge hier fest, ich hänge hier fest. Wieder ein Arm, glaube ich, ne? Nur noch einer? Oh, super. Komm, dann kann das ja nicht mehr so schwer sein jetzt. Dann müssen wir nur mal in unserer Ecke landen. Boah, hier liegen so Brocken. Oh ja, das schafft man nicht mehr. Schade, den einen verfehlt. Und der hat auf der anderen Seite vielleicht auch noch welche. Ja. Ah. Schade, ne? Tja, da komme ich jetzt nicht ran so schnell. Warte ich nur. Jetzt bist du dran. So, jetzt haben wir den bösen Geist hier befreit. Und die Tore öffnen sich wieder. Ich weiß jetzt noch nicht. Ja, hoffentlich haben wir jetzt dadurch auch wieder den Schalter dann eben ausgelöst. Dass wir vorne wieder den Schalter umlegen können. Erstmal wieder raus hier. Das war cool. Oh, seht ihr? Ist noch nicht offen. Wir haben da noch nicht alles gesehen. Wahrscheinlich hier vorne irgendwo dran wahrscheinlich, ne? Damit man, wo man sonst nicht so gut hinkommt. Da hinten. Ja, da ist doch eine Tür gewesen, richtig. That makes three. One to go. Fehlt einer noch, ja. So, den holen wir uns erstmal. Boah, das war ja cool hier. Schalter 3. So, und jetzt noch den vierten. Das ist dieses Kabel. Na, wofür ist sonst hin? Da müsste eigentlich jetzt hier die, genau, Wartung müsste das jetzt sein. Chu, chu, chu. Chu, chu, haben wir hier was mit einer Eisenbahn zu tun? Sieht schwer danach aus, ne? Train Trouble. Hier ist auch noch mal eine Versteckkiste. Gut. Kinders. Bevor wir da reingehen und den Rest hier auch noch machen von dem Park, würde ich mal sagen, es ist wieder Zeit, sich zu verabschieden. Das war jetzt auch wirklich dramatisch genug, denke ich mal. Für heute reicht es erstmal wieder. Wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Wir haben sogar die Butcher Gang ein bisschen überlistet. Deswegen freue ich mich aufs nächste Mal. Und dann gehen wir in alter Frische weiter voran hier in Bendy and the Ink Machine. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch auch nach wie vor von diesem Terrorkarussell keine Angst einjagen.